Tut, als ob alles normal wäre. Bleibt einfach cool. Ich habe hier zwei, Menschen mit Behinderung. Zwei Menschen mit Behinderung und einen Blinden. Entschuldigen Sie, das heißt sehbehindert. Einen sehbehinderten Herrn. Ich bin 24 Jahre alt. Außer meinem Mund ist das Einzige, was an meinem Körper funktioniert, mein Schwanz. Ich muss wissen, was Sex für mich ist. Was wäre, wenn ich dir sage, dass es einen Ort gibt, an dem Typen wie wir flachgelegt werden? Was? Ein Typ hat mir von einem Ort in Montreal erzählt, der auf Leute wie uns ausgerichtet ist. Willkommen im Le Chateau Paradis. Come as you are. Wenn wir es tun wollen, lass es uns tun. Ich würde eigentlich gern einen Ausflug machen. Es wäre ein Roadtrip. Ich schätze, Sam, der Fahrer ist eine Frau. Wir können das nicht mit einer Frau machen. Ich werde nicht mit einer Frau in ein Bordell fahren. Das Absagen ist zu spät. Ich bin Mo und das ist sehr freundlich. Ah, scheiße, das sind meine Eltern. Wirf es aus dem Fenster, sonst orten sie uns. Das ist der Preis der Freiheit, Mo. Mach schon! Wirf doch nicht mein Handy raus! Wirf dein Handy raus! Ich hab nur meine SIM-Karte weggeworfen. Scheiße, das war eine bessere Idee. Die Karten kommen jetzt sofort auf den Tisch, sonst fahren wir nirgendwo hin. Es ist wirklich nicht leicht für uns, sich mit dem anderen Geschlecht einzulassen. Wir sind Jungfrauen. Ah. Ich hatte nie wirklich das Gefühl, irgendwo dazuzugehören. Und seit wir drei abhängen, fühlt es sich anders an, als ob ich dazugehöre. Auf unseren Roadtrip. Nein, auf unsere Pilgerfahrt. Und auf die süßen Prinzessinnen, die uns erwarten im Chateau Paradis. Ich glaube, so langsam habe ich den Dreh raus. Stopp! Bist du blind?